Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, meine Güte, was war das für ein letzter Part, Freunde? Boah, von drei Rekruten der einzige Überlebende in dem Sinne. Ich weiß, das Blut der dunklen Brut ist halt einfach tödlich und wir mussten es zu uns nehmen. Aber letzten Endes, wir sind ein grauer Wächter geworden. Es tut mir leid um die anderen und deswegen haben wir auch da ein Amulett bekommen. Das werden wir selbstverständlich jetzt mal anlegen. Plus zwei Konstitutionen. Das soll uns ja an die erinnern, die hier gefallen sind in dem Beitritt. Und wir haben auch eine Menge Kram, den wir auf jeden Fall verkaufen müssen. Wir haben noch einen Stufenaufstieg. Darum werden wir uns natürlich jetzt mal eben fix kümmern. Und wir müssen ja einer Unterredung beitreten, was den König angeht und danken. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas? Vielleicht Ausrüstung? Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. So, wunderbar. Denn aus unserem Inventar werden jetzt einige Sachen rausfliegen. Wir brauchen nämlich Platz, denn es geht immer weiter und so etwas muss natürlich sein, auch in diesem epischen Spiel hier. So, die Axt brauchen wir nicht und ja, der Dolch der dunklen Brut, das brauchen wir leider auch nicht, weil minus 1 Geschicklichkeit, aber dafür mehr Rüstungsdurchdringung. Nee, diesmal nicht hier. So, die normalen Dolche brauchen wir nicht. Wir haben ja einen verzauberten Dolch, der extrem stark ist, und einen normalen Dolch. Deswegen können die auch weg und das kann auch weg. Das können wir nicht gebrauchen. Genau wie das hier auch und der Streitkolben der Barbaren. Ja, es ist nicht verkehrt, aber ich meine plus 1 Stärke. Wir haben leider niemanden, der das erstmal gebrauchen kann. Deswegen warum aufheben? Wir werden auch genug gute Waffen finden und wir brauchen noch das gute Gold. Deswegen mal raus mit dem Kram. So, der Kurzbogen kann weg. Wir haben hier einen Langbogen und noch einen Langbogen aus Esche. Hier, die Werte sind, meine ich, identisch, aber plus 1 Schaden, minus 1 Geschick ist natürlich wieder genau das, was ich eigentlich nicht möchte. Deswegen werden wir mal den Langbogen der Esche aufheben. Obwohl, braucht man den eigentlich jetzt sofort? Naja, wir werden ihn einfach mal aufheben. So, und den Langbogen Ulme, der kann natürlich weg. So, die Feuerbolzen für die Armbrust, genauso wie die Eispfeile und die Feuerpfeile, die kommen auch weg. Das ist nämlich richtig gutes Geld. Und das Geld brauchen wir. Davon kann man leider hier in dem Game nicht genug haben. So, jetzt haben wir hier noch einen Stab der dunklen Brut. Plus 1 Zauberkraft und plus 5% Geistschaden. Das ist natürlich sehr interessant, aber brauchen wir erstmal nicht. Und 25 Silber sind 25 Silber. Also weg damit. So, jetzt haben wir hier noch eine Menge Kram. Ja, da müssen wir eigentlich auch nur das aufheben, was wir auch wirklich brauchen. Und das wird nicht viel sein. Die hier werden wir zum Beispiel auf jeden Fall aufheben. Die werden wir nicht verkaufen. Die sind wichtig, gerade für einen Magier plus 6 Verteidigung. Sowas ist selten. Und das möchte ich ungern später wieder dazu kaufen. Aber ansonsten ist ja alles so ziemlich beim Alten. Ja, das passt schon. So, Lederrüstung, da tragen wir die nietenbesetzte Lederrüstung, die ja extrem stark ist. Und der Alistair, den wir ja schon als Partner jetzt mit haben. Wir sind ein grauer Wächter, der trägt ja schon die schwere Rüstung und keine mittelschwere Rüstung mehr. Deswegen können wir die Sachen ja auch verkaufen. So, der kleine Schild kann natürlich auch weg. Und den Schild hier, ja, was machen wir mit dem Schild? Ja, der Templer-Schild kann auch weg. Der Alistair hat ja unser High-Ever-Schild in der Hand. So, die Schülerkapuze und die Bunthaube des Verzauberers heben wir natürlich auf, wenn wir mal einen Magier dazu bekommen. So, und das war's dann eigentlich schon, oder? Ne, hier, Säurefläschchen, das kann weg. Das werden wir eigentlich so wenig wie möglich schmeißen. Und, oh, wir haben ja noch einen Rucksack. Aha, wer sagt's denn? Ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich meine, von 80 auf 90, wunderbar. Wow, das hätten wir jetzt sogar fast übersehen. Da muss man ja wirklich aufpassen. So, aber erstmal weiter verkaufen. So, Säurefläschchen weg. Was haben wir sonst noch? Okay, Geisterbalsam können wir auch raushauen. Brauchen wir nicht. Mehr Resistenzen wird vielleicht später interessant. Jetzt auf jeden Fall nicht. So, die Wolfsfelle und das leere Pergament werden wir aufheben. Aber zum Beispiel der Silberschlüssel, ich habe leider keine Ahnung, wofür er ist. Deswegen kommt einfach mal raus. So, und dann sieht das schon alles richtig gut aus. Das Fläschchen heben wir auf. Elfenwurzel, Tiefenpilz brauchen wir noch. Todeswurzel heben wir auf. Das Sekret auch, denn wir möchten ja etwas mit den Giften machen.
So, verzeiht, da musste ich doch mal eben husten. So, und dann müssen wir doch mal gucken, hat der nicht irgendetwas, was wir noch gebrauchen können? Wundumschläge, die Rezepte, die meine ich, finden wir alle. Aber das, was er dabei hat, das finden wir gar nicht hier, sondern... Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas vielleicht? Ausrüstung? Solange... So, mal eben ein bisschen geskippt, damit es schneller geht. Das sind die Dialoge, die wir eigentlich kennen. Und ich meine, er hat doch hier... Genau, der doppelte gebackene Mabari-Keks für 3 Silber. Na dann. Das werden wir mitnehmen. Das ist das, was wir brauchen. Und, ach, was haben wir jetzt eben gekauft? Jetzt sag nicht, wir haben nur so einen Mabari-Keks gekauft. Das wäre natürlich... Doch, haben wir. Alles klar. Wie ich wollte eigentlich das Rezept dafür kaufen, genau. So, dann kaufen wir nämlich das Rezept, das werden wir gebrauchen. Und von der Rüstung her, ja, der hat hier schon Verdium-Sachen. 26 Stärke, da kommt unser werter Alistar noch lange nicht dran. Und ansonsten Graueisen, schwere Kettenrüstung Eisen. Ich meine, das ist genau die, die der Alistar trägt. Ein metallener Großschild. Ja, den Schild, der ist natürlich nett, aber das brauchen wir jetzt noch alles nicht. Deswegen schließen wir hier. Dann haben wir das nämlich dann auch direkt schon hinter uns. Und jetzt werden wir, machen wir jetzt ein Level up, nehmen wir mal gleich. Obwohl könnten wir eigentlich kurz davor, wir laufen mal hin und dann machen wir noch ein Level up, denn hier, oh, ja, okay, alles klar. Logan, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kalen. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Marek nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelton denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät. Und ist das nicht der junge Lord aus Hyre, bei dem ich vorhin begegnet bin? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Ja, das sind sie auf jeden Fall. Vielen Dank, Eure Majestät. Wir brauchen jetzt jeden grauen Wächter. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr zu ihnen gehört. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang sein, Kalen. Wir müssen uns der Realität widmen. Schön. Legt eure Strategie da. Die grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke, richtig. Und ihr meint den Turm von Ishal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie den Besten anvertrauen. Schickt Alistar und den neuen grauen Wächter, um sicherzugehen, dass sie erledigt wird. Oha, okay. Ich lasse mich nicht zum Laufburschen machen. Nee, nee, um Gottes Willen. Er ist der König, das sollte man nicht vergessen. Und auch wenn der Logan und der Kalen irgendwie Meinungsverschiedenheiten haben, wir sind die Grauen Wächter und wir sollten eigentlich helfen, so gut wir können. Deswegen würde ich doch einfach mal sagen, ja, es ist natürlich schade. Wir können wahrscheinlich nicht bei der Schlacht mitkämpfen, aber ich werde mein Bestes geben, Eure Majestät. Ihr verlasst euch zu sehr auf die Grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Logan. Die Grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen. Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, Duncan? Ich... Ja, Euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magier... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Genug, der Plan wird aufgehen. Die Grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Logan. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die Grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden der Flut des Bösen entgegen. Ja, Kalen, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Eieiei. Du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistar zum Turm von Ishal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistar. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Taryn Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also 2 graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten.
Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? So, bevor wir jetzt auf das Gespräch hier eingehen. Ah, Logan und Kaelin. Eieiei, das sind ja zwei ganz verschiedene Köpfe. Ich meine, Kaelin, der König ist. Ich meine, gut, der Vater, der hat ja alle vereint und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, der glaubt halt sehr stark an die Grauen Wächter. Und der Logan, der eigentlich der Stratege ist hier auf diesem Schlachtfeld. Ah, ich weiß nicht. Der ist wirklich nicht wirklich sympathisch. Aber ich muss dem Alistair hier zustimmen. Also ich stimme Alistair zu. Wir sollten auch kämpfen. Denn ich meine, warum sind wir eigentlich Graue Wächter? Ich meine, es ist eine tolle Aufgabe. Natürlich eine bedeutende Aufgabe, dass dieses Leuchtfeuer gezündet wird oder entzündet wird. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich sollten wir auf dem Schlachtfeld stehen. Aber das ist nicht eure Entscheidung. Wenn König Kaelin wünscht, dass die Grauen Wächter dafür sorgen, dass das Leuchtfeuer entzündet wird, dann werden die Grauen Wächter diese Aufgabe übernehmen. Wir müssen tun, was nötig ist, um die dunkle Brut zu vernichten. Egal, ob es aufregend ist oder nicht. Ja, schon verstanden. Aber damit eins klar ist, sollte mich der König jemals darum bitten, ein Kleid anzuziehen und für ihn zu tanzen, ist Schluss. Dunkle Brut hin oder her? Ja, der Alistair, naja, recht so Alistair, natürlich nicht. Ihr habt eine ziemlich seltsame Vorstellung vom König. Ich weiß nicht, das könnte für ziemlich viel Verwirrung sorgen. Das antworten wir doch jetzt einfach mal. Was? Wenn ich mitten durch die dunkle Brut tanze? Immerhin könnten wir sie dann alle niedermachen, während sie vor Lachen am Boden liegen. Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren, dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Okay, alles klar, Duncan. Aber wie wir auch eben gehört haben, der Duncan hat es erwähnt, wenn der König sagt, wir sollen da auf den Turm, dann sollen wir auch dort auf den Turm, egal ob wir graue Wächter sind oder nicht. Und deswegen werden wir die Aufgabe einfach übernehmen. Aber wann sollen wir das Leuchtfeuer entzünden? Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist. Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Gut, okay, alles klar. Können wir uns denn danach am Kampf anschließen? Ihr bleibt bei den Männern des Terran und bewacht den Turm. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Ja, und ich hoffe doch, wir werden gebraucht. Und was tun wir, wenn der Erzdämon auftaucht? Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Okay, wie viel Zeit haben wir? Sind wir in Gefahr? Das sind, glaube ich, alles überflüssige Fragen. Ja gut, wir wissen, was wir zu tun haben. Zumindest ich weiß, was wir zu tun haben. Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Duncan, möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. Wow, der Turm von Ishal. Da müssen wir jetzt hin. So, und der Alistair ist jetzt ein Weggefährte von uns. Den haben wir jetzt kennengelernt. Mit dem waren wir in der Kokari-Wildnis. Er ist bei uns geblieben. Die anderen beiden haben es leider nicht geschafft. Dafür ist aber wieder unser Hund dabei. Die Cera ist wieder dabei, was mir sehr freut. Die habe ich ein bisschen vermisst. Ja, ziemlich eindeutig. Wir sollen zum Turm. Da hinten irgendwo ist der Turm. Ich meine, egal wo ich gerade hingucke, wir sehen ihn gerade nicht. Deswegen laufen wir mal eben ein Stückchen weiter. Da hinten müsste der Turm sein. Da ist er. Der riesengroße Turm. Da müssen wir hin, um ein Leuchtfeuer zu entzünden, wenn es soweit ist. Aber bevor wir starten, haben wir natürlich hier einen Aufstieg. Zumindest ein Level-Up. So, und da machen wir es wie folgt. Wieder drei Attributspunkte. So. Ja, ganz genau. Das sieht doch richtig gut aus. So, wir haben zwei Talentpunkte. Sterblichkeit benötigt Level 8. Wir sind Level 5 oder Level 6 jetzt gerade geworden. Und ich hätte gerne das Momentum. Dann würde ich doch sagen, ne, wisst ihr Bescheid, Freunde. Verbesserte Werkzeuge ist immer gut für Schlösserknacken, Fallen und Co. Und dann nehmen wir die Unruhe mit. Der Charakter peitscht mit drei schnellen Schlägen nach vorne und verursacht mit jedem davon normalen Schaden. Ist eigentlich schon richtig okay. Und danach können wir dann, wenn wir genug Geschicklichkeit haben und gerade die fortgeschrittene Kampfausbildung haben, können wir dann hier eins der besten Fähigkeiten eines Schurken dann erlernen, wenn ich mich recht erinnere. Unabhängig von der Sterblichkeit, die natürlich auch wichtig ist. Aber da müssen wir halt so schnell wie es geht rankommen. Anders kann man natürlich auch spielen, aber ich spiele eigentlich am liebsten so,
Zumindest habe ich es damals mal versucht, so zu spielen. Ich habe es mit dem Schurken selbstverständlich nicht durchgespielt, sondern mit einem Krieger. Aber ich glaube, das ist schon so der richtige Weg. So, spielen. Und jetzt kommt nämlich der Alistair. Der hat auch einen Stufenaufstieg. Und es ist unser erster Gefährte, der bei uns an der Seite bleibt. Und wie man erkennt, es ist ein Krieger. Und er hat auch schon eine Spezialisierung. Und zwar ist er ein Templer. Er hat halt +2 Magie und +3 mentale Widerstandskraft. Mentale Widerstandskraft ist halt etwas gegen Zauber. Ne? Köpfchen, Magie und so weiter und so fort. Er ist halt wirklich gut gegen die Magier, weil die Templer haben die Magier oder sie jagen sie halt ab und zu immer noch. Also, jetzt mal eben kurz über die Werte geguckt. Also, was natürlich sofort auffällt, ist, die Konstitution ist bei 13. Das ist eigentlich an für sich schon schwer okay. Ich weiß nicht, die Konstitution bringen wir vielleicht mal auf 15, wenn überhaupt, wenn wir da Probleme haben sollten. Der wichtigste Wert unter anderem ist natürlich die Stärke. Die Stärke gibt halt an, was für eine Rüstung er später tragen kann. Der wird massiv Stärke hinzubekommen. Aber was man nicht vergessen darf, ist die Geschicklichkeit. Die unterstützt uns nicht nur, dass wir die Feinde treffen, sondern die gibt uns die Gelegenheit, den Angriffen auszuweichen. Und jemand, der einen Angriff ausweicht, ne, wer logisch denken kann, der kassiert keinen Schaden. Und je mehr unser werter Alistair ausweicht, desto länger steht er. Er wird nämlich unser Main Tank sein in diesem Spiel, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also er ist derjenige, der, wie gesagt, immer den Kopf für uns hinhält. Und solange wie das geht, wäre es natürlich auch von Vorteil. So, jetzt müssen wir mal gucken. Den brauchen wir nicht. Da können wir weitermachen. So, wir haben einen Talentpunkt. So, hier sehen wir nämlich schon die Spezialisierung. Es ist der Templer und der hat hier auch schon einen Punkt drin für rechtschaffener Schlag. Der ist natürlich passiv. Ich werde das natürlich jetzt nicht vorlesen. Wichtig zu wissen ist, dass bei jedem Treffer der gute Alistair dem Magieanwender Mana anzieht. Das ist schon mal gut. Den Punkt hier kenne ich, meine ich auch. Das kenne ich. Das müssen wir mal eben gleich gucken. So, Schildschlag und Schildhammer, kennen wir, sind zwei Fähigkeiten, die wir aktivieren können. Mal eben gucken, die Aktivierung kostet 26 Ausdauer oder Energie, wie man es nennen möchte. Und der Schildhammer 31, so, und beide laufen über die körperliche Widerstandskraft. Sollte nämlich der Gegner, wo das eingesetzt wird, dran scheitern, wird er hier zu Boden geschmissen und hier wird er dann gestunt, also in dem Sinne betäubt. Und die werden wohl doppelt modifiziert mit einem Stärkebonus mit der Schildbeherrschung. Und die war, hier ist sie, ganz hinten ist sie da mit Level 12, 26 Geschick und meisterhafte Kampfausbildung. Also da kommt er später. Aber es ist doch schon mal interessant zu wissen. So, Schildblock haben wir da noch, das ist passiv. Mhm. Gibt uns halt einen höheren Schutz und der, ja, kann auf der Schildseite nicht länger auf die Seite fallen, sprich er kann nicht umgeschmissen werden, was ich richtig gut finde. Und die Schilddeckung, die wir ja die ganze Zeit aktiviert haben in unseren Kämpfen, ist dafür da, dass Geschosse abgelenkt werden und das ist natürlich richtig schön. So, Schildbeherrschung erhöht natürlich selbstverständlich dann den Bonus, damit die Geschosse abgelenkt werden. So, die Schildverteidigung ist auch etwas wieder mit aufrechter Haltung. Hat den Vorteil, wir konzentrieren uns komplett auf unsere Verteidigung, haben dann Bonus da drauf und erhöht die Chance halt Geschossangriffe abzuwehren. Ist natürlich sehr interessant, aber im Gegenzug dadurch erleiden wir halt einen Malus auf unseren Angriffen. Das möchten wir natürlich nicht. Wir haben hier jetzt noch mächtig, das ist passiv. Die Besonderheit am Passiv ist halt, hier steht es ja auch drin, Verzeihung, da steht es auch direkt drin, Training und harte Arbeit, ne, haben dem Krieger mehr Gesundheit verliehen, um die Erschöpfung zu reduzieren. Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt und das hier ist eigentlich der Punkt, wo ich gerne ein Talent drin haben möchte und zwar in Bedrohen. Wie gesagt, nicht vorzulesen, Aufrechterhaltung, das müssen wir dauerhaft aktivieren. Wichtig zu wissen ist, mit jedem Schlag, den der Alistair auf den Feind macht, desto höher regeneriert er halt die Feindseligkeit oder in dem Sinne die Bedrohung vom Gegner, damit sich die Leute dann auch alle auf unseren werten Alistair konzentrieren und nicht auf unsere Verbündeten. So, mächtig ist natürlich schön, er hat ja schon eine schwere Rüstung an, später wird es dann auch bestimmt massiv. Und dann machen wir da einfach spielen. So, und dann sind wir eigentlich schon richtig gut ausgestattet, Freunde. Und dann würde ich auch sagen, machen wir hier auch nochmal einen Cut. Denn in der nächsten Folge geht es dann richtig zur Sache. So viel soll versprochen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Und schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Dragon Age Origins. Bis dahin.